Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Duschkopf hier richtig entkalken kannst, wenn die Düsen vorne sogar schon verstopft sind. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall lasse ich den Duschkopf jetzt am Schlauch hier hinten dran. Wenn du diesen trotzdem abmachen möchtest, einfach mal hier hinten bei der Verschraubung mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann löst sich dieser nämlich auch schon ab. Und unbedingt darauf achten, hier drinnen die Gummidichtung nicht verlieren. Danach einmal einen Behälter mit lauwarmem Wasser so weit auffüllen, dass der Duschkopf auch schön hineinpasst. Und nun gebe ich einmal 2 Esslöffel von so einer Zitronensäure hier in das Wasser hinein, rühre es dann auch schön um und ganz wichtig nochmal, auf gar keinen Fall über 40 Grad heißes Wasser nehmen, denn dann würde Calciumcitrat entstehen, was eine schwer löslich weiße Ablagerung ist, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Essigessenz bzw. Essig würde ich hier zum Kalken auf jeden Fall auch vermeiden. Hat einfach den Sinn, dass Essig Chrom bzw. auch die Gummidichtungen hier drinnen angreifen kann, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Es riecht um einiges strenger als Zitronensäure und Zitronensäure ist nochmal ein besserer Entkalker. Dann den Duschkopf für circa eine Stunde einmal in das Zitronensäurebad hineingeben. Desto stärker die Verkalkung, desto länger kann man ihn natürlich jetzt auch noch drin lassen. Doch ich schaue mir diesen in einer Stunde wieder an. Eine Stunde ist jetzt genau rum, jetzt nehme ich mir meinen Duschkopf aus dem Zitronensäurewasser hinaus, vom optischen her, die ganzen Kalkablagerungen hier sind auf jeden Fall weg. Doch bevor ich die Funktion überprüfe, mache ich diesen erst einmal noch mit normalem Wasser sauber. Der Duschkopf ist sauber und jetzt kann ich einmal die Funktion noch überprüfen. Und jawohl, ich hoffe, du kannst auch sehen, der Strahl schaut wirklich schön gleichmäßig aus und somit sind die Düsen auch nicht mehr verstopft und der Duschkopf ist richtig entkalkt. Bevor ich es vergesse, bei einer Regendusche zum Beispiel, könntest du einen Gefrierbeutel nehmen, hier das Zitronensäure-Wassergemisch hineingeben und dann einfach über unsere Regendusche drüber stülpen und am Schluss noch mit einem normalen Gummiband hier oben alles schön fixieren und somit diesen auch richtig einwirken lassen. Wenn dein Duschkopf zu Hause schon relativ alt ist und selbst durch Zitronensäure der Kalk bzw. vielleicht sogar der Schimmel nicht mehr richtig weggeht, dann kann ich dir nur empfehlen, den alten wegzuschmeißen und dir einen neuen zuzulegen. Denn das Ganze tut deiner Haut natürlich auch nicht wirklich gut. Wenn du dir jetzt einen neuen Duschkopf oder auch so eine Zitronensäure zum Entkalken, wo man wirklich immer wieder daheim gebrauchen kann, zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Utensilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.